Hallo meine lieben Schweißtechnikfreunde, heute bauen wir uns einen Kommissionierwagen. Für mein Projekt heute benötige ich Vierkantprofile, 2 mm stark, in Längen 1 Meter und 0,6 Meter, also 600 cm. Dann habe ich mir das Ganze natürlich überlegt, auf Rollen aufzubauen. Hier haben wir die passenden Rollen mit dem passenden Zubehör, um die Rollen quasi an diesen Vierkantprofilen zu befestigen mit Befestigungsmaterial. Dann brauchen wir natürlich unsere Aluminiumplatten. Das werden die Ablagen sein. Wir werden eine Ablage oben haben, in der Mitte und unten. Dafür habe ich 3 Bleche und natürlich meine Picomic 180 Puls. Wieso das Ganze? Ich will es schnell, sauber und unkompliziert heute machen. So sieht mein Projekt aus. Wichtig wäre zu sagen, das Ganze ist 1 Meter hoch plus Rollen. Dann ist das Ganze 60 cm breit, auch 1 Meter lang. Wir haben Zwischenböden eingebaut, eine Ablage oben, Mitte, unten. Querverstrebung baue ich ein, damit das Ganze auch stabil ist, denn das Ganze ist aus Alu. Ich wollte, dass der Wagen relativ leicht ist, aber schon einiges an Gewicht verträgt. So ist der Plan. Lasst uns beginnen. Unsere erste Ecke haben wir ausgerichtet. Ich gehe noch mal auf Sicherheit und prüfe, ob das alles auch einen rechten Winkel hat. Das sieht gut aus. Alles ist fest, auch von der Seite. Nichts kann weg und ich kann mit den ersten Heftern beginnen. Ich werde das hier noch nicht verschweißen, weil es kann sein, dass ich mich irgendwo vertue oder noch mal richten muss. Deswegen wird das Ganze nur geheftet. Ich möchte, dass die obere Auflage, die obere Platte, ein paar Millimeter, 4 bis 5 mm tiefer ist, damit uns die Sachen beim Kommissionieren nicht weglaufen. Deswegen werde ich einfach etwas unterlegen, um diesen Abstand zu erreichen. 5 mm dicke Bleche einfach in die Mitte gelegt, ordentlich verteilt. Wir legen das Blech gleich rein und haben optimalen Abstand. Ich mache jetzt noch die Ecken etwas runder, damit ich das Blech auch besser positionieren kann im Tisch. Wir haben unsere obere Ablage eingesetzt. Ein gewisser Abstand ist jetzt gewährleistet. Ich habe nachgemessen jede Seite. Umso genauer wir arbeiten, umso besser. Jetzt kommt unsere Querverstrebung hinein, denn ich möchte, dass der Tisch auch Schweißgeräte bis zu 30 Kilo oben aufnehmen kann, ohne dass sich das Ganze durchbiegt. Ist ja letztendlich Aluminium. Ja? Die Querverstrebung werden wir auch richtig direkt schon verschweißen, einschweißen, denn hier müssen wir so nichts mehr machen. Und das obere Blech werde ich mit dem Intervall schweißen. Das heißt, ich werde immer stückchenweise, ich werde das nicht komplett verschweißen. Ich werde stückchenweise dieses Blech da an der Stelle einschweißen. Ich bin fertig mit meiner Konstruktion, komplett verschweißt. Wir bauen jetzt noch die Rollen unten unter den Tisch, damit wir den auch schön von der Verpackung in den Versand bewegen können. Es gibt ein paar wichtige Tipps von mir an euch, und zwar, wir haben hier dünne Alubleche, da müsst ihr mit der Wärme, mit der Schweißrichtung und mit Führen des Brenners der Geschwindigkeit unbedingt aufpassen. Ihr könnt da schnell viel Wärme reinbringen, ihr könnt da schnell ein Loch reinmachen ins Blech, da kannst du das Ganze neu machen. Hier habe ich mich quasi auf die Picomic 180 Puls verlassen, auf die Werkseinstellungen. Ich habe den Job 83 gewählt, Materialstärke eingestellt und war fertig soweit. Wichtig wäre zu sagen, beim Schlauchpaket unbedingt 4-Rollen-Drahtvorschub verwenden, unbedingt eine Kombiseele einsetzen, denn der Aludraht, ich habe den ILC 1 mm Draht verwendet, der kann sich schnell irgendwo, wenn er auf Widerstand kommt, aufwickeln. Das heißt, du hast schnell einen Salat in deinem Drahtvorschub. Wenn du alles optimal eingestellt hast, hast du diese Probleme nicht. Wichtig wäre noch zu sagen, achtet unbedingt
auf Sicherheit. Ja? Augenschutz, am besten die ganzen Rauchgase abziehen, die sind ungesund. Das solltet ihr vermeiden. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch was. Bis dahin. Ciao.